Trotzdem haben ja Pflanzen irgendwie die Fähigkeit, sich ruhig zu stellen über den Winter. Das heisst, so in eine Art Winterschlaf zu gehen. Und das ist immer so ein Wunder, das mich Wunder nimmt. Sie können durchwachsen offenbar in anderen Klimazonen. Und bei uns gehen sie dann einfach in so eine Ruhestellung. Sie produzieren weniger Assimilat, sie nehmen weniger auf. Ja. Sie halten ihre Früchte so einigermaßen frisch und dann startet es wieder im Frühling. Das ist doch schon ein Wunder. Ja, das ist, aber das ist ja auch das Schöne daran, dass es einen Zyklus gibt während dem Jahr. Und wir tun ja den auch beeinflussen. Wir tun im Frühling, wenn sie wieder loslassen sollen, geben wir entsprechend ein bisschen Dünger. Wir geben hauptsächlich jetzt, weil wir einfach mit dem Erfolg gehabt haben, geben wir so Mist-Pelletons. Wo man darunter tun kann. Das stinkt am Anfang ein bisschen, aber nachher zerfallen die. Und das ist ein hervorragender organischer Dünger, der ihnen offenbar gut tut. Also bis jetzt waren wir erfolgreich damit. Jetzt sind wir eigentlich beim Konkreten. Wir können vielleicht nochmal zu der Überwinterung zurückgehen. Weil das war jetzt gerade ein Thema. Ja. Wir haben die letzten zwei, drei Tage haben wir Frostnächte gehabt. Wir im St. Galler Rintel war es -2, -3 Grad gehabt. Bei Freunden im Thurgau teilweise -5 Grad. Mit dem Obstbau, das ist dann nicht mehr so schön. Wie sind gegangen die letzten zwei Nächte? Wir haben bei uns eigentlich alles schon ausgepackt, haben dann aber einfach das Dach wieder können zutun. Wir haben so eine Art ein Rollsystem, wo man einen Plastik oben runterlässt. Und dann durch das, dass einfach oben durch entdeckt sind, hat es den Zitrusbäumen gar nichts gemacht. Aber es hat viele andere Sachen im Garten, Glycine und so, die ziemlich verheerend aussehen. Also es war offenbar kalt gewesen. Aber obwohl die Seitenwände offen waren, hat das gelangt, um sie zu schützen, dass man sie abdeckt hat. Also Zitrusfrüchte sind nicht die empfindlichsten. Es sind eben subtropische Früchte und nicht eigentlich tropische Früchte. Es gibt andere Sachen, die viel mehr leiden, wenn man am Frost drüber geht und dann praktisch weg sind. Und vor allem sind es natürlich jetzt neue Ausschläge, wo man darunter leidet. Und beim Obst Früchte und Blüten, die kaputt gegangen sind. Aber ruiniert ist eigentlich nichts. Also so ein Spatfrost im Frühling, das sieht schrecklich aus, aber schlägt alles wieder aus. Im nächsten Jahr blüht es auch wieder, es wird auch wieder Früchte tragen. Es ist einfach ein Ausfall. Aber von dort her gesehen, sind so Winterfröste, die bei Pisa-Lagen bei uns -12 bis -20 Grad wird, die sind für viel mehr Pflanzen Katastrophen. Also dort geht dann wirklich vieles ein, was dann im Frühling nicht mehr ausschlägt. Also von dort her haben wir jetzt Glück gehabt. Was machen Sie grundsätzlich in der Überwinterung und was raten Sie? Ich meine, Sie könnten vielleicht von Ihrer eigenen Installation reden, aber vielleicht hat man eine Garage oder hat nur ein Stegenhaus. Genau. Was sind Ihre Ratschläge? Also ein Stegenhaus ist für jemanden, der einfach eine Zitruspflanze auf dem Balkon hat oder auf einer Terrasse, ideal. Weil dort ist es relativ trocken und kühl. Und man muss einfach schauen, dass man sie durch den Winter durchbringt. Im schlimmsten Fall verlieren sie mal Blätter, wenn sie es trocken haben. Aber die schlägen dann wieder aus im nächsten Frühling. Das ist nicht so tragisch. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Und dann natürlich jede Form von Glashaus ist ideal. In den Glashäusern stoßen sie in der Regel die Blätter nicht ab, sondern sie machen eine Ruhepause, wie sie gesagt haben, um dann im Frühling entsprechend wieder zu treiben, wenn sie wieder Wärme, Wasser und Nährstoff haben. Das Thema Licht ist immer etwas, das diskutiert wird im Winter. Ganz offensichtlich braucht eine Pflanze, die weniger wächst, die weniger produziert, auch weniger Licht. Wie viel Licht braucht eine Zitruspflanze im Winter? Also, ich glaube, sie sollte schon auch Licht haben. Sie sollte nicht einfach total im dunklen Keller, würde ich sie nicht tun, weil sie vergilben Blätter. Zitruspflanzen haben ja ohnehin ein bisschen Neigung, gelb zu werden und zu wenig Blattgrün zu bilden. Und von dort her gesehen, sollte man immer genug Licht liefern, dass wenigstens der Bestand, den sie haben, der Blattgrün behalten. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie immer genügend Magnesium und Eisen haben, dass sie das Chlorophyll behalten. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.